Und jetzt leite ich direkt über zu unserer Keynote, denn wir beginnen gleich mit Alexander Knedig und Peter Gottschalk. Nach der Keynote, wie erwähnt, wird Astrid Bayer weitermachen. Und nun geht's los mit dem Tutorium von Herrn Gottschalk und Herrn Knedig. Bitte. Danke sehr, Frau Dr. Glünder. Guten Morgen oder bonjour à tout le monde. Wir lernen heute über Fakes und Footage auf Arte, das jetzt gerade 25 Jahre alt wurde. Wie immer untertitelt. Ça roule? Ben voilà, on n'a pas voulu faire une presse trop relou. Du coup, on s'est dit qu'on allait la jouer en mode tuto sur YouTube. Parce que. Parce que quand on cause archive et footage, on sait faire quoi. Depuis 25 ans, on vend du rêve avec des vrais faux docs. Des faux docs en série et des vraies archives. Et parfois même des trucs artis un peu plus sérieux. Peter, möchtest du vielleicht mit der Regel Nummer 1 eines guten Tutorials beginnen? Danke sehr, Alexander. Am 21. März 2003 erhielt William Carell für seinen Fake-Dokumentarfilm Nixon, Kubrick und der Mann im Mond den Grimme-Preis in der Kategorie Information und Kultur. In der Literatur wird dieser Dokumentarfilm als das erste sogenannte Mockumentary bezeichnet. Die Trump'sche und auch AfD-Begrifflichkeit der Fake News oder auch die poetische Wortschöpfung der Trump-Beraterin Kellyanne Conways, der alternativen Fakten, mit beiden Begriffen kann dieser Film hundertprozentig wunderbar bezeichnet werden. Der Plot ist bekannt in zwei Sätzen. Die Mondlandung 1969 wurde vorsichtshalber in Stanley Kubricks Studios gedreht. Alle Beteiligten wurden später liquidiert auf Anordnung von Trumps Vorgänger Richard Milhouse Nixon. Regel Nummer 1 dieses Tutorials: Wenn du für ein Mockumentary den Grimme-Preis bekommst, dann lass am Tag zuvor um 3:33 Uhr Central European Time die US-Truppen im Irak einmarschieren. Dann kannst du in deiner Dankesrede im Mahler Theater Präsident Bush Junior mit Dr. Strangelove vergleichen. Regel Nummer 2 unseres hochoffiziellen Tutorials für eine gelungene Doku mit viel Footage: Sich viele Tutorials mit vielen Dokus mit viel Footage ansehen und am besten auf YouTube und daraus eine Doku-Serie zu Tutorials mit viel Footage machen. Wie zum Beispiel Was für ein Live zu sehen auf Arte Creative seit ein paar Monaten. Hier können Sie in 7 Folgen die wichtigsten Momente des Lebens erklärt bekommen durch Tutorials, wie gehe ich gut durchs Leben und lerne, wie man seine Geburt meistern kann, den richtigen Lebenspartner findet, und natürlich auch auf eine richtige Weise das Zeitliche segnet. Hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. La vie, c'est difficile. Pas facile du tout. Heureusement, les tutoriels sont là. Là. Yes. Heute. Wie startet man ins richtige Leben? Aujourd'hui, c'est mon premier tuto, ma première vidéo. Je suis un nouveau. Je suis nouvelle sur YouTube. Elle parle à des gens, en fait, non, elle parle à sa caméra. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. J'adore les écrans. Vous allez voir un peu avec quoi je filme. Voilà avec quoi je filme. Donc, je suis un peu stressée, hein. Je suis un peu bégayée. On grandit, mais on n'a pas trop envie. Puis d'un côté, on a envie de grandir vite, mais d'un côté, non. Puis on prend des responsabilités. Puis. Eines der schönsten Formate des Dokumentarfilms ist die heute sehr rare Spezies
der Langzeitbeobachtung. Irgendwo hier, ich bin etwas geblendet, müsste Peter Heller sein, einer der großen Künstler dieses Formats. Der Dokumentarfilmemacher ist so lange dran an seinem Thema, dass er in der finalen Montage Footage verwendet, was von ihm selbst vor Jahren gedreht und produziert worden war. Die Brüder Wolfram und Jörg Daniel Hissen haben das Wrapped Reichstag-Projekt 24 Jahre lang mit der Kamera begleitet und auch älteres Archivmaterial verwertet. Ihr Film heißt Dem deutschen Volke, Christo und Jean-Claude, verhüllter Reichstag 1971 bis 1995. Er lief bei uns auf Grand Format. Ex Nihilo, Arte und ZDF hatten den Film 1996 produziert. Wrapped Reichstag ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Künstler ihrer Idee vertrauen müssen und vertrauen können. Künstler, und damit schließe ich Filmemacher natürlich ein, alle Künstler, der lange Atem. Und unsere dritte Regel lautet, Stärke kommt aus der Ruhe. Vertraue deiner Idee, deiner Vision. Verglichen mit der Ewigkeit sind 24 Jahre wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Regel Nummer 4, dokumentarische Langzeitbeobachtung auch dort wagen, wo man einen nicht unbedingt vermutet, vor allem nicht Arte. Wie zum Beispiel im Bereich des Hip-Hop-Tanzes. In der Doku-Serie Grounds erzählt der junge Kater Raphael Stora aus den letzten 15 Jahren seines Lebens, in denen er mit seiner Crew die französische Breakdance-Szene aufgemischt hat. Break, Hip-Hop und sogar Crump sind hier aufgezeichnet und verewigen eine der vergänglichsten Sachen der Welt, Tanzschritte. Last but not least, Regel Nummer 5, Footage ist nicht unbedingt gleich Bilder. 1983 wurde der australische Theologe John Hull blind. Für ihn war dies ein absolut traumatisches Erlebnis. Er hatte sein ganzes Leben Gott gedient und würde seine Frau nicht altern sehen, seine Kinder nicht groß werden sehen. Gemeinsam mit seiner Tochter begann er deswegen, um all das zu überwinden, ein Tagebuch zu halten, aber ein Audio-Tagebuch, jeden Tag 30 Minuten lang über Blindsein zu sprechen. 20 Jahre lang. Insgesamt sind seine Notes on Blindness eine der komplettesten Aufzeichnungen überhaupt zum Thema Blindheit. Wir haben daraus eine Virtual Reality Erfahrung gemacht, in der Sie in das Universum von John Hull eintauchen können. In unserer VR-Doku Notes on Blindness können Sie 20 Minuten lang Zeit mit John Hull verbringen. Und um dieses Erlebnis auch vielleicht ganz kurz in einem Kinosaal optimal zu erleben, würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht für einen Moment einfach die Augen schließen und zuhören. Ich sitze mit den Kindern im Park. Ich höre die Schritte der Menschen, die auf dem Weg an mir vorbeigehen. Da ist das Rascheln der Zeitung von jemandem, der auf der nächsten Bank sitzt. Myriaden Stimmen und Geräusche kommen aus all diesen Richtungen und erschaffen ein Panorama aus Musik und Informationen, das mich fasziniert und in das ich eintauche. Wo keine Aktivität ist, ist kein Geräusch
Und dann stirbt dieser Teil der Welt. Das früheste Erlebnis der Panik, an das ich mich im Zusammenhang mit Blindheit erinnern kann, ereignete sich Mitte Dezember, an einem finsteren Nachmittag, als Schnee vorhergesagt worden war. Ich war mir der Tatsache intensiv bewusst, dass ich durch nichts gehe, durch ein extrem kaltes Nichts, nirgendwohin, vollkommen allein. Das lässt mich über die Tatsache nachdenken, dass je tiefer man in die Blindheit eingeht, die Dinge, die man einst als gegeben hingenommen hatte und deren Verlust man betrauert und irgendwie verzweifelt versucht hat zu kompensieren, letztlich aufhören, wichtig zu sein. Archive, Footage. Unsere Programmleute haben mal ausgerechnet, wie viele Stunden Programm Arte nun schon ausgestrahlt hat, seit dem 30. Mai 92. Das macht 65.282 Programme. Dabei ist jede Serie mit einer Nummer gezählt und Teaser und Trailer natürlich nicht mitgerechnet. Das macht insgesamt 65.794 Stunden Programm. Meine drei Lieblingsmomente in diesen knapp 66.000 Stunden Fernseharchiv wurden am ersten Tag der Arte-Ausstrahlung gesendet. Mehrere Stunden lang machte Arte große Kultur aus der Oper in Straßburg und die Produktion des ersten Signals wurde gebührend gefeiert. Die große TV-Show mit Leningrad-Cowboys, Wolf Biermann, vielen Reden und Debatten, moderiert von Johannes Wilms, in der Literatur heute als nicht gelungen beschrieben, wurde auch im Élysée gesehen. Präsident François Mitterrand ließ Arte-Präsident Jérôme Clément zu sich kommen. Dieser servierte seinem Präsidenten den Kopf des ersten Programmdirektors Harris auf einem Tablett. Aber diese Show hatte ein Highlight. Auf dem Balkon der Oper saßen die Karikaturisten Hilke Radatz und Georges Wolinski, französisch Wolanski. Der Ewige segne seine Seele. Er wurde mit den Kollegen von den Gebrüdern Kouachi in der Redaktion von Charlie Hebdo erschossen. Beide kommentierten live mit ihren Cartoons das Geschehen. Und so kommt die allerletzte Regel unseres Tutorials. Wenn du Talkshows und Fernsehdebatten produzierst, wenn du Seminare und Tagungen in evangelischen, katholischen und anderen Akademien veranstaltest, erinnere dich daran, was Hilke Radatz und George Wolinski dir sagten. Denke daran, wenn du lange redest, die Menschen haben Hunger und Durst und sie möchten manchmal auch noch andere Dinge tun, so George Wolinski. Für alle, die Französisch sprechen, werde ich es nicht übersetzen. Auch für alle, die nur Deutsch sprechen, werde ich es nicht übersetzen. Merci beaucoup, vielen Dank. Falls Ihnen unser kleines Tutorial gefallen hat, folgen Sie uns bitte auf arte.tv. Und ich muss los. Und du musst los zum Bahnhof. Gut, danke Alexander. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.